Oh, Leute, jetzt aufpassen. Aufpassen jetzt. Oldschooler, aufgepasst. Vielleicht kennt ihr die Jungs noch von damals. Aus den guten alten Zeiten. Oh ja, den kennt ihr, oder? Aber er ist nicht der Coolste. Er ist nicht der Coolste. Und sie auch nicht. Der Coolste kommt jetzt. Oh yes. Ey, die Figur dahin habe ich auch. Aus der Collector's Edition vom zweiten Teil. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the assassin. You will feel what it means to parkour, fight, and be stealthy in new memories from three legendary assassins, Ezio, Cassandra, and Connor. I cannot wait to see our players feel the thrill of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open world RPG game on mobile. Sollte das Ezio sein und die Montur sah anders aus, es ist ja auch eine andere Zeit, du spielst neue Sachen. Intrigue and conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce Ach, das wird sogar free to play for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Yes, yes, yes. Legacy. It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes. To illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights. To step out of the shadows and into a vast world. To make your own. Ja, das sieht ganz ehrlich gut aus, ja. Wenn man ganz ehrlich ist, ja, es sieht gut aus, deswegen wäre das cool, wenn es vielleicht auch noch für die Konsolen kommen würde, ehrlich gesagt. Das wäre echt geil. Auch die Montur sieht cool aus von dem Typen. Ja. So, Freunde, ihr habt jetzt gerade meine Live-Reaction gehört zu Assassin's Creed Nexus VR und Assassin's Creed Jade. Beide Spiele wurden bei der Ubisoft Forward gezeigt und darüber will ich ein bisschen mit euch reden. Zum einen natürlich die Frage an euch direkt mal, was haltet ihr denn von beiden Spielen? Ja? Ist es für euch überhaupt interessant oder sagt ihr, ich bin komplett raus, Free-to-Play, Handy-Game, juckt mich gar nicht, VR-Brille habe ich nicht und so weiter und so fort. Gerne alles in die Kommentare. Ich will noch mal ein bisschen drüber reden, denn zum einen Assassin's Creed Nexus VR, das, was gezeigt wurde, hat mich positiv überrascht. Ich finde es schon interessant. Allerdings ist der erste Punkt, der schon direkt rausfällt, ist, es kommt nur für die MetaQuest. Ich habe keine MetaQuest-Brille, ich werde mir auch keine holen, denn ich habe die PlayStation VR-Brille und das habe ich auch Ubisoft geschrieben. Ja, ich durfte alles vorher schon sehen. Die haben nach Feedback gefragt und ich habe denen direkt geschrieben, cool und so, ja, tralala, aber es, ich würde es mir wünschen für die PlayStation VR. Kann ja sein, dass es noch kommt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie, ob die beauftragt wurden, es extra für die MetaQuest zu machen oder es selber erstmal geplant haben und später wird es angekündigt. Sagen wir mal so, wenn es für die PlayStation VR kommen würde, würde ich es auf jeden Fall mal austesten. Weil an sich finde ich das schon spaßig vielleicht. Es könnte vielleicht eine interessante kleine Spielerei sein. Durch den Trailer muss man natürlich ganz klar sagen, es kommt gar nicht rüber, wie steuert sich das, wie läuft das Spiel ab und so weiter. Ist man jetzt selber am Klettern oder ist es so eine Point-Steuerung, dass ihr auf irgendeinen Balken zielt und dann euch teleportiert, wie es in anderen Spielen ist? Man weiß es nicht so genau. Das kam jetzt für mich persönlich zumindest nicht so rüber. Was ich cool finde,
dass sie alte Assassinen wieder zurückbringen und dort neue Geschichten erzählen. Habe ich den auch geschrieben. Finde ich cool so. Wenn es erfolgreich ist, könnte man ja vielleicht auch ein zweites VR-Spiel machen. Ist es nicht sogar schon angekündigt, dass sie vielleicht sogar ein zweites direkt machen wollen? Da könnte man natürlich alte Iro zurückbringen, Edward und so weiter und so fort. Das ist auch eine coole Sache. Wie weit die Stories gehen, wie tiefgründig und so, das sind so alles so Fragen, das kannst du ja nicht beantworten. Dementsprechend kannst du ja auch nicht beurteilen. Ich weiß es nicht, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt so ein VR-Ding, was interessant sein könnte. Und man sieht halt auch an diesem VR-Ding, dass sie weiter Assassin's Creed breiter aufstellen wollen, mehr Genres bedienen wollen, mehr verschiedene Arten vom Spiel aufstellen wollen oder zeigen wollen, anbieten wollen und einfach die Marke weiter und weiter und weiter ausbauen. Vielleicht ein oder andere würde sagen ausmelken oder ja, ausquetschen vielleicht auch. Würde ich auch verstehen. Ist halt die Frage, ob das cool ist, so bei allen Sachen. Ne? Es ist halt schwer zu beurteilen, aber an sich interessant. Fällt halt für mich komplett raus, weil ich keine Meta-Quest habe und wie gesagt, mir auch auf keinen Fall eine holen werde. Das andere Ding, Assassin's Creed Jade, ja, das Handy-Game, das Mobile-Game von Assassin's Creed. Wir haben jetzt ein bisschen was gesehen, vielleicht habt ihr auch schon das geleakte Gameplay gesehen, was schon seit Wochen und Monaten herumgeistert. Ich habe das auch schon gesehen und ich dachte mir, das erste Mal, dass ich das gesehen habe und jetzt auch den Trailer, sieht nicht schlecht aus. Ich würde es mir wünschen für die großen Konsolen. Das ist so der erste Gedanke, der mir in den Kopf gegangen ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das wird bestimmt eine übelst krasse, übergeile Scheiße oder sowas. Das nicht. Aber ich denke, wie viele von euch auch, ich finde erstmal das Setting interessant. Ja? Wir haben lange gewartet auf so ein interessantes Setting und es sieht nicht schlecht aus für ein Handy-Game, muss man zugeben. Ich werde es aber nicht auf dem Handy spielen. Ja? Ich werde es auf jeden Fall nicht auf dem Handy spielen. Es ist zwar Free-to-Play, dazu kommen wir dann gleich, weil Free-to-Play... Ja, ihr wisst schon. Dazu kommen wir dann gleich. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie du Handy-Games auf dem PC auch spielen kannst. Ja, da gibt es Möglichkeiten. Vielleicht wäre das vielleicht nochmal eine Option, das zumindest mal anzutesten. Da das aber Free-to-Play kommt, Freunde. Und du musst ja so ein Spiel anscheinend Free-to-Play rausholen auf dem Handy. Ich weiß nicht, wie da so die Kaufkultur ist von Spielen, die irgendwie 5 Euro kosten oder so. Oder vielleicht sogar teurer sind. Ich weiß nicht, ob die Leute da komplett abgeschreckt sind. Aber ich sag nur eine Sache. Ihr seht, Assassin's Creed, Valhalla, Origins, Odyssey, alles Vollpreisspiele, alle bis oben hin mit Microtransaction. Was denkt ihr, was bei Assassin's Creed Jade passieren wird? Das ist Free-to-Play, jeder kann spielen, kostenlos. Wie wollen sie sich finanzieren? Das ist halt die Frage, oder ich weiß es nicht. Ich meine, im Mobile-Game-Bereich, da gibt es sehr, sehr viel Kohle zu holen. Und natürlich haben sie es auch logischerweise, dass China, oder China ist ja dem wieder ein oder andere sagen würde, ausgesucht, weil im chinesischen Raum Mobile-Gaming und allgemein im asiatischen Raum extremst viel Kohle bringt. Es ist nicht ohne Grund dieses Setting gewählt worden. Und ich muss auch sagen, der Assassine, den man selber zusammenbauen kann, ist auch eine Sache, auch nicht schlecht, ja. Wäre vielleicht auch ganz cool für die großen Assassin's Creed-Spiele, auf den großen Konsolen das mal anzubieten, dass man seinen eigenen Assassin zusammenbauen kann. Das, was man gesehen hat, so wie der aussieht von der Montur, habe ich auch im Video, habt ihr ja gerade gehört, fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Auch die Moves, die er auspackt, ist halt die Frage, wie haltreich ist die Welt so? Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es komplett leer ist. Ich meine, bei Valhalla war das schon sehr viel leer und das ist halt ein großes Spiel. Jetzt auf dem Handy-Ding, wie groß ist die Welt, wie spannend ist die Welt und so weiter und so fort. Das sind so Fragen. Ich sag mal so, selbst wenn ich ein richtiges Übertop-Handy hätte, das würde mich nicht dazu bringen, das auf dem Handy zu spielen. Wie gesagt, vielleicht mal so antesten auf dem PC mit gewissen Programmen, die ganz offiziell sind und so. Bluestock, glaube ich so, oder Blue, irgendwie sowas. Das zum Beispiel, oder andere Möglichkeiten gibt es, glaube ich, auch, so Handyspiele auf dem PC ganz normal zu spielen. Das wäre vielleicht mal eine Option. Super reizen tut es mich jetzt nicht durch den Trailer, weil man kriegt gar nichts mit. Worum geht es jetzt wirklich? Wen spielen wir? Hat das überhaupt eine Bedeutung jetzt noch so? Und so weiter und so fort. Das ist halt die Frage. Und wie gesagt, Free-to-Play, Handy-Game. Wir wissen, wie Ubisoft ihre anderen Spiele schon vollpackt mit Microtransaction, dann bin ich mal gespannt, wie das hier eskalieren wird. Ich habe wirklich so eine ganz schlimme Befürchtung, dass es extrem krass sein wird. Naja, wir werden sehen. Aber es ist jetzt so eine Sache, die mich jetzt nicht sonderlich interessiert ist. Ich finde es halt nur schade, immer noch schade, gerade nach den Bildern, die man jetzt gesehen hat, dass es halt nicht für die großen Konsolen kommt als richtiger Titel mit diesem Setting. Ich hätte es cool gefunden. Und wenn es nur so ein kleineres Spiel gewesen wäre oder so. Keine Ahnung, das wollte ich mal erwähnt haben oder gesagt haben zu den beiden Spielen. Gerne eure Meinung in die Kommentare, wie gesagt. Und ansonsten, wie gesagt, kommt bestimmt nochmal ein richtiges Assassin's Creed Mirage Video, wo ich auch nochmal ein bisschen über meine Gedanken rede, weil auch da wurde ja viel geschrieben, ey, übernatürlich, was soll dieser super krasse Move, wo die Leute sagen, das ist unrealistisch. Und ich denke mir so, hallo, habt ihr die alten Spiele gespielt? Auch die alten von damals? Ist es so realistisch gewesen alles, dass wir in einer Maschine drin sind, wo man eigentlich alles machen kann, was man will? So, ich weiß es nicht. Ist es so realistisch? Ach, das sind Fragen über Fragen. Darüber können wir dann ein bisschen reden in einem Mirage-Video. Das war's jetzt. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein und tschüss.